Hallo, liebe Leute, willkommen zurück in Helion. Ich bin der Hitcher und wir befinden uns nach wie vor auf unserem Schiff, der USS Beneta. Und ja, in der letzten Folge haben wir eine Basis, eine feindliche oder eine fremde Basis, einen Outpost geplündert. Ja, und wir wollen jetzt mal hier weiter vorgehen. So, wir machen unser FTL-Drive mal wieder an. Gucken mal in die Navigation und wollen jetzt einfach mal nochmal scannen. Und dann suchen wir uns mal irgendwo einen Platz, wo es ein bisschen mehr gibt. Scannt. So, da haben wir doch was. Oh, hier ist sogar was ganz in der Nähe. Da sind zwei Sachen. Sagen, wir versuchen mal dahin zu warpen. Nehmen uns unsere Zelle. 43 Minuten. So, das wollen wir jetzt mal machen. So. Müssen wir unseren Punkt wieder finden. Auswischen. So, wir sind ausgerüstet, ausgerichtet. Wir müssen jetzt noch 50 Sekunden warten, bis wir unseren Drive aktivieren können. Wir werden ungefähr eine Minute Flugdauer haben. Und dann schauen wir mal, was wir so finden. Weil ich möchte auch mal ganz gerne Asteroiden müssen wir auch noch testen, ne? Aber wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Sachen sammeln. Wir haben ja auch noch keine Pistolen, keine Granaten. Munition müssen wir noch finden. Vielleicht gibt es noch andere Bauteile, die man in einem Schiff finden kann. Das müssen wir uns jetzt alles mal ansehen. So, jetzt müsste es gleich losgehen. Und ab geht's. Und da müssen wir natürlich auch irgendwann mal versuchen, unsere Basis mal wieder zu finden, ne? Können wir ja auch noch Sachen einlagern. Ich glaube, man kann die Basis sogar ans Schiff anhängen und irgendwo anders hinfliegen. Das wäre ja auch nochmal eine interessante Sache. So, gleich müssten wir ankommen. 5 Sekunden. So. Da sind wir. Wir haben aber nicht keine Kontakte. Da gucken wir noch mal auf unsere Navigation. Ah, da ist, leider haben wir es verpasst. Dann werden wir mal versuchen, die.
Da wollen wir hin. Warp 2. Zeller nehmen wir. Da möchte ich mal hin. Das ist eine Sache. Oh, ich habe kein Power mehr, Leute. Da müssen wir doch jetzt mal gucken, was mit unserem Power ist. Hier mit unseren Warpzellen. Das war okay. Der war ja da noch. Nochmal zur Energy schauen. Aber die werden jetzt langsam aufgefüllt. Ah, wir haben auch hier unser Dings, haben wir ja auch abgeschaltet. Um Energie zu sparen. Dafür brauchen wir übrigens das Deuterium, was wir letztens eingesammelt haben. So. Denk mal, dass wir jetzt wieder Energie kriegen. So. FTL Drive ist aus. Weil wir keine Energie mehr hatten. So. Dann gehen wir jetzt nochmal rein. Das waren zwei. Wir wollen aber das hier. Da wollen wir hin. Warp 2. So. Das hier. Ready. Low. Eine Minute haben wir Zeit, um uns auszurichten. So, jetzt müssen wir leider wieder eine Minute warten, bis wir starten können. Und ich glaube, der Flug, der dauert jetzt ein bisschen länger. Aber den werden wir dann in der Folge ein bisschen rauscutten.
ihr da nicht so lange mit warten müsst. So, 30 Sekunden noch, dann geht's los. So, jetzt müssen wir aufpassen. Da geht's los. So, 2 Minuten. Ich würde sagen, ich cutte hier erstmal hier weg und wenn wir angekommen sind, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Wir sind angekommen und wir haben 2 Kontakte. Und wir werden uns jetzt erstmal den ersten vornehmen da. Und zwar ist das das Derelikt. Das ist 22 Kilometer entfernt. Das heißt, da können wir erstmal ein bisschen Dampf geben. Das andere ist auch in der Nähe. Kann ich das noch mal auswählen? Ja, die sind beide da vorne. Nehmen wir vielleicht erstmal das erste hier. Näher dran. So, 11 Kilometer noch. Genau ausgerichtet eigentlich. So
ausrichten. Nicht aus dem Auge verlieren. 3,6 Kilometer. So, jetzt entfernt er sich wieder. Aber jetzt haben wir den anderen. Aber wir wollen uns jetzt nicht verzetteln. Wir machen jetzt... Lassen wir jetzt erstmal auf den... Aber wir sind jetzt auf 1000 Meter bei dem anderen dran. Dann wollen wir uns ein bisschen Gegenschub geben. Beide da, die Teile. Oh, entfernt sich jetzt wieder ein bisschen, ja, so ein bisschen tricky, ihr merkt das schon. Da ist das Teil. Der Sonne hier. So, 1000 Meter. Da, so, da müssen wir hin.
1300. Gleichen. Relativ genau das Ding hinkriegen, so müssen wir die Geschwindigkeit wieder matchen. Relativ gut. Langsam ran. So, da haben wir es gematcht. So, dann gehen wir mal rüber. Mal hier Escape machen muss, um hier rauszukommen. Ich würde sagen, wir gehen über den Frachtraum raus. Zu. So, haben wir irgendwelche Behälter. Auch mal hier. Das ist ja eine Station, die hier aufgegeben worden ist. Dann schauen wir mal, was drüben zu finden ist. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.